Differentialdiagnose von Schwellungen an der Haut. Was meint der Allergologe damit? Wenn der Allergologe von Schwellungen spricht, dann meint er eigentlich Angioödeme, also durch allergische Reaktionen hervorgerufene Schwellungen. Wo können die auftreten? Überwiegend im Gesicht, Auge, Lippe, Zunge, manchmal auch im Hals, was zu Schluckbeschwerden und auch subjektive Atemnot führen kann. Dann wird es gefährlich unter Umständen und muss auch stationär und im Notfall behandelt werden. Manchmal treten diese Schwellungen auch an Händen, Füßen oder Genitalien auf. Aber nicht jede Schwellung, auch in diesen Bereichen, ist eine Allergie oder hat etwas mit Allergien zu tun. Es gibt unterschiedliche Ursachen, wie es zu Schwellungen kommen kann. Dahinter steht immer eine Entzündungsreaktion, die aber eben nicht immer allergisch ist. Das Charakteristikum einer allergischen Schwellung ist, dass sie schnell kommt und auch einigermaßen schnell wieder vergeht. Also ein Angioödem, eine allergische Schwellung, hält in der Regel nicht länger als 2 bis 3 Tage vor. Wenn Schwellungen länger brauchen, um zu entstehen oder über eine längere Zeit, Tage, Wochen, Monate bestehen, dann muss man an andere Ursachen der Schwellung denken und dann stehen auch andere Entzündungsreaktionen dahinter. Angioödeme gibt es aber auch unterschiedliche. Es gibt allergische und nicht allergische. So treten zum Beispiel Schwellungen ja im Zuge von allergischen Nahrungsmittelreaktionen zum Beispiel auf oder bei der chronischen Urtikaria, wo nicht nur Schwellungen, sondern auch Quaddeln, also Nesseln auf der Haut auftreten. Aber es gibt ähnlich aussehende Schwellungen, die ganz andere Ursachen haben. Es gibt Enzymmangelsyndrome, die auch familiär und vererbt auftreten können, zum Beispiel das hereditäre Angioödem, die sich klinisch genauso darstellen wie eine allergische Schwellung und man muss bestimmte Blutuntersuchungen beim Arzt dann vornehmen, um diese von allergischen Schwellungen zu unterscheiden.